Die Train ist schon bereit. Können wir ja auch direkt wieder reingehen. Wir fliegen wieder nach oben auf der A-Side. So wie wir es gewohnt sind. Das Ganze aus der Vogelperspektive. Die T's mit der schönen Aggression. Biff holt sich den ersten. Trade ist instant. Da werden jetzt hier ein bisschen gesandwiched, die T's. Und Mucke ist hier AFK. Der steht einfach komplett regungslos rum. Aber trotzdem schafft es, Erase Me Gaming irgendwie die Knife Run zu gewinnen. Und somit dürfen die sich wieder entscheiden, wo man anfängt. Auf Mirage hat man die Seiten geswitcht, ist in der ersten Hälfte auf die City-Seite gegangen. Und scheinbar muss man jetzt noch kurz warten. Mugge wieder am Bewegen. Also der ist wieder da. Und man entscheidet sich wieder für den Switch. Das heißt, die Race Me Gaming darf wieder auf der City-Side anfangen, währenddessen Team Justimus I wieder auf die T-Side muss. Wir warten darauf, dass hier alle wieder bereit sind, dass wir hier mit der zweiten Map, mit der Pistol Round aus der ersten Runde anfangen können. Und dann schauen wir mal, wer hier am Ende auf der zweiten Map auf der E-Train die Nase vorne hat. Und ob es in den zwei, ob es am Ende auf den 2-0-Sieg geht für Erase Me gegen den Ober, aber ob wir zum Schluss noch Overpass sehen. Und Tilstede hier, letzter Mann, der nicht bereit ist. Vielleicht machen wir da noch ein paar Absprachen getroffen. Was genau macht man jetzt? Was genau, welche Taktik spielt man? Und jetzt ist es endlich soweit. Beide Teams sind ready und die Pistol Round kann beginnen. Erase Me Gaming gegen Team Just MSI. Zweite Map, Erase Me Gaming führt mit 1-0. Und wir schauen mal, was die beiden Teams auf Train so drauf haben. Erase Me wieder mit 4x Kids, 4x Kevlar, ein Diffusion unterwegs. ETs 3x, inklusive 2 Smokes der Molotovs. Und das geht wohl diesmal Richtung B. Die ersten vier Mann schleichen hier komplett nach vorne, aim ein bisschen gegen Drop. Und da ist es Mugge, der hier so ein bisschen vorpusht. USP kann hier keinen Frag setzen. Aber die Info ist da, Rotation kommt instant rein. Nate schaut nach unten, guckt hin, versucht den Headshot zu treffen. Und jetzt auf den ersten Trade ist da, aber Jerry von oben. Holt auch wieder instant den einzigen 1-2, Bomber kann gelegt werden. Und die CTs müssen aufpassen, denn Toha, der kommt von hinten. Der kommt hier durch den Connector, hört die Steps, kann den Frag ganz easy ziehen. 4 gegen 2. Und Tilstel und Bodin ganz alleine müssen jetzt überall in Up-Aim. Zeit rennt gegen sie, Diffuse Kit hat man nicht. Tilstel da unten close, die T's machen das richtig gut, verstecken sich hier, holt den ersten Headshot, den zweiten, auch noch Tilstel, der hier richtig unterwegs, Diffuse kommt rein, Molotov kommt rein, aber der Diffuse, der kann durchgezogen, nein! Bolin! Mit dem Riesenpech! Millisekunden bevor die Bombe diffused worden wäre, verbrennt er hier zu Tode. Und die Bombe kann nicht defused werden. Und somit geht die erste Runde an Team Just MSI. Die CTs kaufen Deagles nach. Kevlar, eine 5-7. Zwei Flashbangs. Aber mehr ist hier erstmal nicht drin. Fünf Mann A-Stack. Versucht mit den Deagles hier die Info zu bekommen, den Shot zu setzen. Double Trouble auf lang. Guckt rum, zieht den Gegner, versucht die Shots zu setzen. Auch er bekommt den Tag auf 60 HP. Und die Deagle schafft das erstmal noch nicht, den Headshot zu setzen. Erster Frag lässt noch auf sich warten. Und die T's schieben langsam so ein bisschen zurück Richtung A-Side. Erster Kill auf Ivy wird geholt. Biff versucht einen Kill zu setzen. Kann den Doppelkill nicht holen, denn die T's in dem Teamkill. Mugge close zwischen den Trades und den ersten 5-7 Frag, zweiten! Stark erholt hier von Mugge.
hält den Push hier komplett auf und Erase Me Gaming holt die zweite Runde 1:1. Und jetzt müssen die T's hier in die Force Round gehen, können gerade so Pistols Kevlar kaufen. Und vielleicht versuchen mit der Tech 9 oder MP, mit der UMP hier die Running Headshots zu setzen. Die CT ist wieder mit dem 4-Mann A-Stack. Rufire pusht hier schnell Richtung Drop durch. Und das Ganze sieht hier nach einem Ego aus mit Smokes. Rufire geht hier langsam auf das Smoke raus, um die Shots zu setzen. Bekommt seinen Tech auf 50 HP. Und jetzt kommt der Push hier auf die A-Side mit den Pistols. Smokes liegen perfekt. CTs können nichts sehen, können hier nur versuchen, durch die Smokes zu schießen. Biff mit dem ersten, aber der Trade ist da. Bolin trifft nichts mit der UMP. Und die Bombe kann hier erstmal safe gelegt werden. Jerry holt den Kill im Connector. 1 gegen 2 gegen 2. Die Kills sitzen bei beiden Seiten. Jerry mit der AK in der Hand holt den Frag und Mucke kann hier nichts mehr ausrichten. Und schlechter hätte die Runde nicht laufen können für Erase Me Gaming. Verliert die Runde gegen eine UMP und Pistolen. Und man geht, wir sehen es, wir gehen direkt wieder in den Forceplay rein. Will ich beide Seiten wissen, dass niemand so wirklich gutes Money hat. Von daher kann man den Forceplay durchaus verstehen. 1:2. Und die T's diesmal ein bisschen passiver. Gehen diesmal passiv Richtung A, passiv Richtung B. Jerry MT erstmal nur ab. Schaut Richtung Drop, schaut Richtung B. Will den Push hier aufhalten. Aber erstmal keine Aggression von den CTs. Bolin steht auf lang, der Diegel kommt rum. Erster Tag sitzt, smokt sich einmal ab. Jerry mit der Granate hinterher kann hier nicht escapen und Mugga hat hier richtig viel Glück. 9 HP, Jerry schießt durch die Smoke, Tag 9 im Anschlag. Und schlussendlich kann er sich den Kill doch noch holen. Jetzt der Vorteil bei den T's. Aber Nays kommt von hinten. Ist hier Drop hochgepusht. Schaut auf lang. Holt sich hin. Schaut im Sprung. Muss aufpassen. Denn da könnte noch einer T von hinten kommen. 4 gegen 3. Überzahl für Erase Me. Und die CTs jetzt in der Unterzahl. 2 gegen 3. Hört die Steps Connector. Hört hier 2 Mann. Tilt Stater immer noch close. Diegel auf den Shot zu setzen. Schafft er nicht. Gott, Nays ganz allein. 1 gegen 3. Kann die Bombe einmal andiffusen. Aber die T's kommen direkt, wo man das gehört. Und von daher geht Team Justin mit einem 3:1 und führen. Die CTs müssen in die Eco-Round gehen. Und somit vielleicht jetzt die Chance für Team Justin, sich hier ein bisschen abzusetzen. Mugge muss hier versuchen, mit Deagle die Headshots zu treffen. Auch Nate mit Deagle unterwegs. Vielleicht mit der Chance mit den Headshots hier, dass man hier die Runde noch holen kann. Aber die müssen erstmal getroffen werden. Und die CTs natürlich wissen, dass man hier vielleicht noch ein bisschen was nachkaufen kann, ein bisschen Equipment hat. Und von daher kann man sich erstmal defensiv aufstellen, währenddessen man versucht hier einfach nur lang die defensiv die ganzen Ecken zu halten. Geht auf B ein bisschen weiter vor, schaut hier noch lang, schaut Richtung kurz. Jerry aimt hier einfach erstmal nur passiv ab. Wir sehen es und die T ist jetzt mit ein bisschen Aggression. Biff pusht hier auf dem Train schon so ein bisschen vor, schaut Richtung Dörper, damit ist Tor da mit dem Headshot! Und Erase Me direkt in der Unterzahl. Biff aus dem Spiel rausgenommen. Und Nates und Mucke aber noch immer am Leben. Die beiden mit Diegel Flashbang kommt rein. Auch Popflash von Mucke ist da. Und Nates aimt hier weiterhin Richtung A-Connector. Währenddessen die T's mit der Bombe mit 4 Mann Richtung B gehen. Lang Ivy ist durch. Double Trouble. Schaut hier in der Smoke rein. Flashbang kommt. Dreht sich einmal kurz um und Bolin kommt zu langsam aus der Smoke raus. Smoke geht weg, geht sich ein bisschen defensiver aufstellen. Währenddessen die T's hier Richtung B gehen. Und Mugge mit dem Headshot auf der B-Side. Guckt nach unten. Mugge vielleicht im nächsten Versuch das. Mugge, nein! Wird geholt. Und Tilstead und Bolin in einem 2 gegen 4. 2 T's sind schon low. Vielleicht die Chance, die Kills schnell zu setzen. Aber Tilstead hat hier keine Chance. Und Bolin im 1 gegen 4 ist immer auf der A-Side. Hat nur eine USP in der Hand. Wird dann von hinten von Double Trouble geholt, der hier aus iConnective wieder rausgegangen ist. Und somit geht auch diese Runde wieder an Team Just MSI und Erase Me Gaming endlich in der Lage, hier richtige Waffen zu kaufen. Und die Runde wieder für sich zu beanspruchen.
Schnelle Smoke Richtung B. Toha mit AWP. Kommt rum, versucht den Shot zu setzen, schafft er nicht ganz, die Granate forst ihn hier ein bisschen weg, Double-Double-Spray durch die Smoke Richtung Livy, versucht es und hittet Biff auch richtig gut an, 30 HP, Granate kommt rein und die erledigt Biff natürlich. Vorteil wieder bei den T's, Gegner gesehen und Toa ist hier on top mit AWP und die T's rennen hier erstmal einfach drüber. Flashbang und Job kommt rein, King pusht hier einfach durch, Schulter in den Headshot gegen Nix, hätte hier keine Chance, 2 gegen 5 und Mugge muss die Inforichtung B versuchen. Schaut in die falsche Richtung. Jerry da ein bisschen mit dem Timelag und Tilt ganz alleine. Auf der ist er drauf. Schaut Richtung Joy, wird mehr gesehen, aber Roofire auch instant mit dem Headshot. Und sauberer hätte Team Justin, was all diese Runde nicht abschließen kann. Überlebt mit 5 Leuten. Holt die Kills relativ easy. Und somit die 4-Runden-Führung für die Jungs aus Russland. Mugge und Nates für die einzigen Spieler, die hier Pistolen geupgradet haben. Zweimal Deagle in der Hand. ET ist wieder schon unterwegs, versuchen die Infos zu bekommen. AWP-Shot hat nicht getroffen. Mugge unterwegs Richtung B. Schaut nach oben, ganz sachte. Noch nicht gespottet worden, währenddessen Jerry hier ganz langsam vorgeht. Jerry gegen die Deagle und Despray, der sitzt einfach. Keine Chance für Mugge. Und der Gott Nates muss wieder versuchen, hier zu regeln. Ivy defensiv gehalten von Bolin. Die CT stehen hier sehr, sehr defensiv auf der Ace drauf. Tilt Shadow Close Richtung T-Connector. Muss jetzt Drop und T-Connector halten. Und da kommt King einfach raus. Holt den Frag. Und die CTs haben hier erstmal keine Chance. Nate hat sich da oben gesehen. Hört die Steps. Nate hat die Chance, die Waffe mitzunehmen. Shots trifft da. Kill ist da. Und er jetzt ganz alleine. 1 gegen 4. Hat eine AK aufgenommen. Muss aufpassen. Connector kommt rum. Auch CT Spawn ist hier schon einer drin. Und da pusht Double Trouble. Ganz sneaky von hinten durch. Nate muss hier aufpassen, dass er nicht gleich gesehen wird. Schaut nach oben. Da ist Roofire. Sieht ihn aber ohne Kevlar hier keine Chance, gegen den Aimpunch irgendwas zu machen. Und somit führt Team Just MSI mit 6 zu 1. Die CT ist wieder eine Byron Doppel AWP. Jetzt vielleicht die Chance für die CTs hier wieder eine Runde zu holen. Schneller Molotov Richtung T-Connector. Granate kommt hinterher. Um die T's direkt ein bisschen einzuschüchtern. Aber Mugge auflagen, holt den Frag. AWP, die zahlen sich hier aus. Holen die ersten beiden Kills. Nächste Spread hier ein bisschen an der Smoke vorbei. Und das sieht richtig gut aus für Race Me. Smoke kommt rein Richtung T, Richtung B. Rooffire oben auf der Box drauf. Aber der Vorteil, der geht an Erase Me. 5 gegen 2. Double Trouble versucht zu auflagen, aber die AWP, die steht da und Bolin hier richtig gut unterwegs. Und diese Runde ebenfalls hätte nicht besser laufen können für Erase Me. Aber Team Justin MSI, die können natürlich nachkaufen. Nehmen richtig viel Geld auf der Bank. AWP wieder auf Toha. Diesmal macht man sich bereit mit Smokes für die A-Set. Mugge auf B. Versucht hier die Infos zu bekommen. Ist blind. Tritt sich erstmal wieder zurück. Währenddessen die T's einfach rausgehen. Smokes kommen raus. Liegen gut. Flashbangs hinterher. Und Jerry pusht ihn einfach rein. Aber der Hold von den CTs ist auch gut. Smoken sich ab. Nate kann ein bisschen durchpushen mit in die Smoke gesprayt. Nate hat eine gute Info. Spray in die Smoke rein. Nate zum ersten. Guckt nach oben auf den Train, aber da ist Jerry. Biff hat sich hier ein bisschen in der Smoke herumgemacht. Muss aufpassen. Hinter ihm pusht die Bombe durch und Double Trouble dann den Kill. Double AWP gegen 4. Bolin ganz alleine. Holt den Shot. 70 HP. Zweiten gesehen. Bolin zum zweiten. 1 gegen 2. Alles wieder machbar. Jerry auf 10 HP. Kommt rum. AWP im Anschlag. Trifft den Shot nicht. Muss aufpassen. Guckt nach oben und da ist Jerry da. Team Just MSI lässt zum Glück nichts weiter anbrennen. Holt die Runde mit 2 Mann. Und die Race Me ist wieder gezwungen, in die Eco-Round zu gehen. Also das Geld ist hier sehr, sehr wenig bis gar nicht vorhanden. Und die Race Me hat hier gerade so eine kleine Draw-Strecke. Bullen diesmal unterwegs Richtung Ivy. Der 5-7 versucht, die Ecke abzuaimen.
wirklich ganz defensiv, um hier keine Steps zu machen, um hier sich schnell wieder zurückretten zu können. Und beide Seiten hier komplett defensiv. Flashbang kommt rein. Bolin geht mal kurz zurück. Molotov kommt, trifft ihn auch so ein bisschen, bekommt hier ein bisschen Schaden. Und er muss sich erstmal zurückziehen. Aber Mugge mit dem Deagle-Shot gegen Jerry. Flashbang kommt raus. King mit dem Trade-Kill. Und Tilt-Shatter versucht es auch, Herr Deagle. Aber Shots trifft er, Kill ist nicht da. Und Roofire passt oben gut auf. Tilt-Shatter noch leben. Guckt rum. Rechts und links. Messer kommt rein. Aber Headshot sitzt bei Tilt-Shatter. Zweitmal auch neu geschossen und Bolin wieder 1 gegen 3. Pusht jetzt hier ganz langsam Richtung T-Spawn durch. Und Toba natürlich hinten ab. Weiß, dass Bolin irgendwo lurken muss. Und somit sichern sich die Jungs aus Russland erstmal die Halbzeitführung. 8:2, 6 Runden Führung. Und die Race Me muss nachkaufen. Ein paar Granaten sind da. Kevlar ist da im Fierce. Und nur ein Mann auf der B-Side. Mugge steht hier close. Smoke kommt raus. Flashbang ist komplett blind. Hört die Steps. Und der Rotation muss eigentlich instant reinkommen. Wir sehen es. Nate rotiert hier direkt instant rüber, falls der Push auf B hier auch wirklich passiert. Und hält das Ganze erstmal defensiv vom Bombtrain aus. Guckt immer noch nach oben. Jerry ist auch oben drin. Schaut hier, ob er über den langen Steg was sieht. HWT ist wieder sehr, sehr verhalten unterwegs. Eben erstmal nur ab. Toha in Richtung Ivy versucht hier auf die Ecke mit der AWP den Shot zu setzen. Und die CTs, die countern das richtig gut aus. Stehen defensiv an den Ecken hinten dran. Warten, dass die Ts sich zeigen. Smoken sich jetzt erst einmal ab. Und Mugge, closen der Smoke, muss aufpassen. Das ist nicht einfach durchsprayt. Pusht hier langsam vorbei. Jerry, der passt auf. Nate nach unten close. Guckt nach oben. Muss nach oben gucken, muss aufpassen, dass jetzt nicht beide Seiten pushen. Nate holt den Trade Kill. 4 gegen 3. Vorteil für Erasing. Guckt nochmal nach oben. Gegner nicht gesehen. Roofire für Molotov raus. Und die Bombe geht erstmal über Double Trouble auf die A-Side. Roofire macht jetzt hier Stunk auf B. Schafft es, den Frag zu setzen mit dem riesen Flickshot und Biff. Und hilft dem 2 gegen 3. Biff auf der A-Side, schaut nach lang Richtung Ivy, trifft den Spray, Prediction Spray, hat den ersten, den zweiten, Biff macht das richtig gut, Roofire ganz alleine, 1 gegen 1, 9 Sekunden, muss die Bombe noch aufheben, 7 Sekunden, 6 Sekunden, 5, 4, und das langt gerade so, um die Bombe zu legen. 1 gegen 1, 100 gegen 12 HP, Tilt, der Gegner weiß nicht, wo Roofire sich auffällt. Und der macht das richtig gut. Er arbeitet hier wunderbar mit dem Red Train. Guckt rum und den Spray. Roofire mit einem Mörderklatsch. 12 HP. Und das hätte die Racing Game auf jeden Fall holen müssen. Denn jetzt muss man wieder in die Sparrunde. Wir sehen gerade mal so eine P250 und eine Flashbang. Aber mehr ist hier einfach nicht drin. Versucht's durch die Wand. Die T ist jetzt ein bisschen aggressiv unterwegs, können ja erstmal einfach nur abaimen, holen sich durch die Flags mit den AKs. Waffenvorteil ist da. Und die CTs werden hier komplett auseinandergenommen. Peter 50, Lost Distance ohne Kevlar, keine Chance. Sie hätten versuchen es für Long Distance Deagle 1 gegen 4. Und die Headshot zu setzen, aber Hilzette schafft es nicht und auch diese Runde geht ebenfalls an Team Just MSID jetzt mittlerweile mit 10:2 für nur 3 Runden in der ersten Hälfte. Und die Race Me sieht auf diesem Web erstmal nicht so stark aus. Auf der City hat den relativ schlechten Start erwischt. Aber die Doppel-AWP kann man wieder kaufen. Also sieht man auf Biff und auf Bolin.
Boli in Richtung Ivy. Der WP rum, muss aufpassen, sieht hier gleich zwei Kopf gesehen, Shot nicht getroffen. Und das hätte instant der Vorteil sein können für Erase Me Gaming, aber Bolin wollte den Kill nicht haben. Beide Seiten wieder sehr defensiv unterwegs. Also geben hier Infos überhaupt nichts ab. Und kommen auch so gut wie gar nichts, außer Jerry jetzt hier oben. Auf B, Upper ein bisschen durchpusht, schaut hier Richtung Connector rein, schaut Richtung On-Seite. Mugge muss aufpassen. Und Jerry pusht hier wunderbar durch. Sieht jetzt Mugge, hat ihn gesehen, kann hier wunderbar auf den Kopf aimen, aber trifft den Shot nicht. Jetzt der Spray ist da, 20 HP, Mugge muss aufpassen. Biff immerhin kommt instant rum mit der AWP, um den Frag zu setzen. Und jetzt hier Steps. Nate hat hier Steps gehört, guckt nach links, guckt nach rechts, im falschen Moment, aber Nate mit dem Flick. Holt den Kill, Granatenregen Richtung Drop. Gegner hat hier ein paar AP verloren und Bolin muss auf lang die Frags ziehen. Ersten Shot wieder nicht getroffen. Bolin, was ist los mit dem? Die T's können hier einfach rauslaufen Richtung Ivy und damit rechnet Nate nicht. Nate hört die Steps hinter sich. Teamkollege passt immerhin auf. Aber die Bombe ist unten close. Rufire predicted hier Nate in der Ecke, aber der hat im Headshot. Toa ganz alleine, 1 gegen 5. 18 Sekunden auf der Uhr. HWP in der Hand, schaut gegen Biff, der duckt sich und holt den Frag. Ganz leichtes Spiel hier für Race Me Gaming. Und genau so hätte es auch schon eine wenige Runden vorher laufen müssen. Aber besser spät als nie. 3 zu 10. Und die Race Me jetzt mit einer Triple AWP Setup. Auf Tilsetter, Biff und auf Bolin. Die TSC ist dann mit 4 Mann unterwegs Richtung B. Double Trouble versucht auf langen einen Fake zu setzen. Wir haben die 16 AP, Granate kommt rein. Kill sitzt nicht bei Bolin. Molotov sehr geworfen. Und die TSC versuchen den Weg Richtung B. Spray sitzt bei Jerry nicht ganz. Holt den ersten. Mugge war schon close, war schon low. Molotov kommt rein, trifft den nicht. Kann den nicht abhalten, die Bombe zu legen. Bombe gelegt, 4 gegen 4. Retail kommt rein von den Cities. Aber Biff und Bolin haben beide schon AP eingesteckt, Schaden eingesteckt. Und die Granaten regnen hier nur so raus, gerade im Anschlag. Ein bisschen Glück gehabt, Jerry zum zweiten. Spray sitzt, Zwischenschicht, nein, Jerry immer noch am Leben. Holt den nächsten Kill. Der ist richtig gut unterwegs, Double Jump bekommt vom Connector rein, sieht den ersten, den zweiten. Jawohl, genau so muss es sein. Team Justin ist hier wieder richtig stark unterwegs. Und die jetzt auch mit einem Doppel-AWP-Setup. Jerry und Toha, beide AWP in der Hand. Und die Racing Gaming muss in der letzten Runde nochmal alles kaufen, was geht. Bolin mit dem ersten. Kommt raus. King hat den nächsten Kill. Trade Skill ist da, aber Muggel der Tiegel ist hier auch richtig gut unterwegs. Auch B versucht es nochmal mit dem Shot hinterher zu drücken. Vorteil für Erase Me. Doppel AWP und AK gegen Deagle, Swag 7 und eine AK. Und Nates kommt schon runter, holt den Edge mit der Swag 7, macht er das nur. Jetzt sieht er gesehen, versucht weil die Shots zu treffen. Nates trifft die Gegner nicht und Jerry kann ihn wunderbar abaimen. Jerry ganz alleine, 1 gegen 3. Guckt rum, sieht den Gegner oben auf dem Greenshrine nicht. Bombe in der Hand, muss jetzt hier aufpassen. Gegner gesehen, die Heal trifft und der Headshot ist da. Und die Racing Gaming holt immerhin 4 Runden in der ersten Hälfte. Gerade noch so die Kurve bekommen. Und schlechter hätte es hier nicht ausgehen dürfen. Nächste Halbzeit. Wir haben es jetzt geswitcht. Seiten sind getauscht. Und die Race sind wir auf der T-Side einfach schnell Richtung B. Geht hier komplett auf die Schnelle, auf den schnellen Tag. Jerry ist da, Smoke kommt raus, USP im Anschlag, Flashbang kommt hinterher. Biff versucht den Schuss zu setzen für Long Distance. Komm, Flashbang ist da, aber Jerry immer noch on der Side drauf. Am Bombtrain versucht den USP den Schuss zu setzen, jetzt ist er dann echt so nicht mehr am Leben. Und die CTs mit den Frags. Und Biff und Mugge, beide Low 50 HP, haben einen Molotov. Biff muss hier langsam mal nach oben gehen. Mugge mit dem Trade.
Und Toha versucht's. Long Distance, USP ist einfach unüberwindbar. Jerry closed auf der Seite drauf. Bolin ganz alleine, 1 gegen 3. Versucht mit der Glocke die Shots zu setzen. Bombe kann angefüßt werden und Bolin keine Chance mehr. Und die erste Runde der zweiten Hälfte geht ebenfalls an Team Just MSI. Chase nur auf Pistolen unterwegs, schnell Richtung Ace da, also da läuft er das Bait hier einfach rein und 2-3 Easy Kills. Und switch auf die USP und Biff. Keine Chance gegen die MP9. Schnelle Runde für Team Just MSI. Vielleicht wollte Erasing genau das erreichen, dass die Runde hier ganz schnell weg ist und man sich auf Deep Iron konzentrieren kann. 4-13, Team Just MSI ist hier sehr, sehr nah dran an der magischen 15. Erase Me unterwegs Richtung der B-Side. Mo geht hier nach vorne, Drop wird gehalten. Richtung B wird auch gegangen. Und Jerry pusht lang durch. Schaut kurz rum, sieht den ersten, bekommt den Tag auf 60 HP. Vielleicht bringt hinterher, dass die T's hier nicht rauspushen. Und erstmal defensiv gegangen Richtung der B-Side. Ganz Aggression ist ein bisschen abgekühlt auf beiden Seiten. Aber Erase mich noch immer. Mit 3-4 Mann vor der B-Side. Wartet darauf, dass hier der Call kommt, dass man losgehen kann. Und der Waffenvorteil, der ist auf jeden Fall da. Denn die CT ist nur mit 4 M4s in der Hand. Dafür die T's mit 5 LKs. Und die Bombe jetzt geht ganz langsam hier Rampe runter. Bolin geht einfach durch. Ohne Flashbang, ohne alles. Smoke kommt jetzt erst raus. Bolin hat die Info. Erst Deadshot sitzt bei Bolin. Shots werden ins Nähe gedrückt. Biff muss links aufpassen, ist komplett blind und da bedankt sich Jerry viel mit dem Triple Kill. Jerry! Nimmt die Erase Me Gaming komplett alleine auseinander. Nate ist ganz alleine, 1 gegen 3, kommt über den Connector. Und muss das Ganze jetzt klatschen. Immerhin noch 30 Sekunden auf der Uhr. Muss jetzt sich jetzt hier ein bisschen beeilen. Den ersten Headshot sitzt, 1 HP. 20 Sekunden, droppt hinten raus, Gegner auf der Seite gesehen, weiß nicht, dass Double Chopple hier close ist. Guck drum und Double Chopple brauchen noch einen Shot. 4-14. Die T's kaufen sich rein. Schießen in die Smoke rein. Double Trouble mit dem Spray in die Smoke. Nächstes hat er richtig viel Glück, dass er gerade noch so mit seinem Leben davon kommt. Aber bislang noch alle 10 Spieler am Leben. Jetzt vielleicht die ersten Kills für die CTs. Double Trouble ist da, aber die Kills sitzen da. Trade Kills sind da. Tilt-Setter mit der Deagle und da ist es endlich soweit. Team Just MSI mit ganzen 11 Map Points. Die T's sind unterwegs Richtung B, pushen einfach durch, Flashbang kommt raus, Bowling einfach durch. Guckt Richtung unten, guckt Richtung lang, aber da... Da ist Jerry und der hat hier keine Chance mit der Ecke den Fuck zu setzen. Nate hat hier ein bisschen Glück mit 4 AP. Double Trouble kommt raus, aber auch er keine Chance gehabt. Und vielleicht jetzt die Chance. Für Erase Me Gaming das Ganze nochmal zu holen. 2 gegen 3, aber Roof Fire, der ist richtig on fire. Holt sich den Doppelkill und Biff. Mit der Tech 9. 1 gegen 3. Smoke kommt rein, Molotov im Anschlag, wirft ihn hier so, dass die Bombe nicht defused werden kann. Alles raus, was geht an... Granaten, guckt nach oben, Mates kommt rein. Gegner defused die Bombe, wird oben geholt. Und Team Just MSI gewinnt DE Train mit 16-4. Wir sagen natürlich GG WP.